Hi, herzlich willkommen bei ZDF heute live. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen hier wie jeden Donnerstag über die aktuelle Lage in der Ukraine. Lasst uns direkt mal einen Blick auf die aktuellen Bilder werfen. Bei russischen Luftangriffen auf die Stadt Kharkiv sind mindestens 4 Menschen getötet worden. 12 weitere wurden verletzt. Laut ukrainischen Behörden sind unter den Toten auch 3 Rettungskräfte. Rund 350.000 Menschen sind von der Stromversorgung abgeschnitten, nachdem die russischen Drohnen auch die Stromversorgung in der Region getroffen haben. Gleichzeitig versucht die russische Armee unter hohen Verlusten auch am Boden vorzurücken, wie hier bei Avdiivka. Ja, darüber sprechen wir, aber auch über die Mobilisierung in der Ukraine und darüber, wie die ukrainischen Truppen versuchen, Russland aktuell in Schach zu halten. Und wir fragen, das habt ihr eben schon hinter mir auf dem Bild gesehen, startet Putin eine neue Offensive? Und das bespreche ich wie immer nicht alleine, sondern zum einen mit unserem Reporter Henna Hebestreit, der uns live aus Odessa in der Ukraine zugeschaltet ist, und mit Militärexperte Oberst Markus Reisner, den habt ihr gerade auch schon kurz hinter mir gesehen. Er ist selber aktiver Soldat beim österreichischen Bundesheer und er leitet die Ausbildung aller jungen österreichischen Offiziere an der Theresianischen Militärakademie. Und wie immer hier bei ZDF heute live sprechen wir auch mit euch da draußen über dieses Thema. Wenn ihr Fragen habt oder eure Meinung mit uns teilen wollt, dann tut das wie immer gerne hier im YouTube-Chat oder per Mail an die jetzt eingeblendete Mailadresse. So, und jetzt schalten wir aber wirklich zu Militärexperte Oberst Markus Reisner, der uns live aus Österreich zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Reisner. Guten Abend aus Wiener Neustadt. Herr Reisner, laut Präsident Zelensky bereitet Russland ja die Mobilmachung von 300.000 weiteren Soldaten vor. Und er sprach auch von einer neuen russischen Offensive im Mai oder im Juni. Und gleichzeitig arbeiten westlich von Avdiivka die Ukrainer aktuell mit Hochdruck daran, die zweite Verteidigungslinie auszubauen. Wie sieht es dort aktuell aus rund um Avdiivka? Ja, die Situation ist sehr ernst. Wir sehen das eben an den Aussagen der ukrainischen Offiziellen. Einerseits der Präsident selber, Präsident Zelensky, hat gesagt, wenn sich die Situation jetzt nicht signifikant zugunsten der Ukraine verbessert, vor allem was die Ressourcenlage betrifft, dann ist die Ukraine faktisch gezwungen, mit ihren Streitkräften zurückzuweichen. Diese Aussage wird auch bestätigt durch Außenminister Kuleba, der verzweifelt darauf hinweist, dass die Ukraine mehr Patriot-Systeme braucht, wenn sie etwas der strategischen Luftoffensive der Russen entgegensetzen möchte. Und schlussendlich haben wir General Syrsky, der darauf hinweist, dass die Situation an der Front sehr, sehr ernst ist. Warum diese Aussagen? Weil, so wie man vermutet hat, jetzt die Situation der zweiten russischen Winteroffensive kulminiert. Wir sehen also eine Kulminationsphase, wo Russland versucht, an mehreren Stellen einen Durchbruch zu erzielen, um operativ Raum zu gewinnen. Das ist zurzeit an zwei Stellen der Fall. Einmal westlich von Avdiivka, wo man versucht, den Erfolg nach der Einnahme von Avdiivka weiter fortzusetzen, wo man sich gerade in heftigen Kämpfen mit den ukrainischen Streitkräften befindet, und an einer anderen Stelle bei Bakhmut, wo man genau dasselbe versucht, möglicherweise auch in Kürze im Raum Kupjansk, wo die Russen signifikant Kräfte bereitgestellt haben. Die Russen haben mittlerweile knapp über 500.000 Mann im Einsatz, das 2,5-fache von dem, mit dem sie damals in der Ukraine einmarschiert sind. Und wie Sie richtig gesagt haben, möglicherweise die Mobilisierung von weiteren 300.000 Soldaten, die den Russen natürlich signifikant mehr Kräfte geben, um in die Offensive zu gehen. Und diese Offensive wird erwartet nach der folgenden Schlammperiode, der ersten in diesem Jahr, also im beginnenden Frühjahr und Sommer, wo man also dann davon ausgehen kann, dass in einer weiteren, der sogenannten siebten Phase des Krieges, die Russen wieder in die Offensive gehen. Ja, wir haben jetzt verschiedene Frontabschnitte angesprochen, zum einen westlich von Avdiivka, Bachmut, weiter nördlich in Kupjansk, wo die Russen aktuell versuchen, die Front zu durchbrechen. Wie müssen wir uns das denn ganz operativ an der Front vorstellen? Wie versuchen Sie das aktuell? Ja, man kann also hier drei entscheidende Ebenen mehr oder weniger ansprechen. Das erste ist die gefechtstechnisch-taktische Ebene. Das sind die Bilder, die Sie auch tatsächlich im Fernsehen sehen, die Sie auch gezeigt haben, wo man versucht, mit Formationen von mechanisierten Verbänden anzugreifen. Hier signifikant die Zunahme des Einsatzes von Gerät durch die russische Seite mit der Absicht, quasi durchzubrechen. Die zweite Ebene ist die operative Ebene. Hier versucht Russland ganz gezielt entlang dieser 1200 Kilometer langen Front an verschiedenen Stellen gleichzeitig anzusetzen, um die Ukraine zu zwingen, ihre kostbaren Reserven zu verbrauchen. Und natürlich ja die strategische Ebene, die davon bestimmt ist, dass beide Seiten versuchen, Reserven nachzuschieben, aber auch Ressourcen wie Munition und Ähnliches. Und hier wissen wir, dass ja die Ukraine zunehmend ins Hintertreffen kommt. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel: Artilleriemunition, wo ukrainische Offizielle sagen, eine Unterlegenheit 1:6 zu ungunsten der Ukraine.
vor Ort auf dem Gefechtsfeld, wenn Sie sich die Bilder ansehen, dann sehen Sie diese klassischen Angriffsverfahren der russischen Streitkräfte, die sie über die letzten 2 Jahre entwickelt haben. Die erste Welle wird meistens im Prinzip dazu verwendet, um die Ukrainer zu zwingen, aus den Stellungen heraus das Feuer zu eröffnen. Das wird von russischen Drohnen beobachtet. In einer zweiten Phase wird dann das Feuer auf diese erkannten Stellungen gelegt und dann in einer dritten Phase beginnen dann die russischen Eliteverbände anzugreifen und versuchen quasi diesen erkannten Durchbruch möglicherweise auszunutzen. Das sind die Bilder, die wir sehen. Wir sehen meistens nur die ersten Bilder von den entscheidenden Verlusten der ersten Welle. Aber wenn man dann die Bilder georeferenziert, sieht man, dass die Russen es schaffen, Meter für Meter, 100, 200, auch manchmal bis zu 500 Meter vorzumarschieren. Ja, und über eine möglicherweise bald drohende russische Gegenoffensive, die dann nicht mehr nur an einigen Frontabschnitten passiert, sagte Selenskyj im CBS-Interview zuletzt Folgendes. Es ist wichtig, dass wir Informationen mit unseren Partnern teilen. Und wir erzählen ihnen, dass Russland eine Gegenoffensive vorbereiten wird. Ende Mai oder Juni könnte es soweit sein. Vorher müssen wir uns nicht nur vorbereiten, wir müssen nicht nur die Situation stabilisieren. Wir brauchen Unterstützung, um bestimmte Brigaden zu trainieren, die für unser Land kämpfen müssen. Ja, Präsident Selenskyj spricht von einer Prognose hin Ende Mai, Anfang Juni. Würden Sie da mitgehen? Genau, es ist da traditionell so, dass quasi in dieser Gegend zweimal im Jahr die sogenannte Rasputiza stattfindet, die sogenannte Schlammperiode. Das ist da beim Übergang vom Spätsommer in den Herbst-Winter und das ist der Fall beim Übergang vom Winter in das Frühjahr bzw. Sommer. Und diese Phase ist jetzt auch zu erwarten, das heißt, der Boden verschlammt, das Bewegen von schweren Geräten ist nur eingeschränkt möglich. Wenn der Boden aber beginnt wieder aufzutrocknen, wenn er schweres Gerät tragen kann, dann kann man erwarten, dass die offensiven Bewegungen wieder beginnen. Und genau das spricht hier Präsident Selenskyj an, dass also mit Auftrocknung des Bodens nach der Rasputiza damit zu rechnen ist, dass die Russen mit der sogenannten Frühjahrs- bzw. Sommeroffensive beginnen und das leitet die nächste Phase dieses Krieges ein. Ja, und zu dieser Offensive haben wir direkt eine Community-Frage. Es fragt jemand auf YouTube, wird Putins Offensive in diesem Jahr wohl sein letztes Ass im Ärmel sein? Das hängt natürlich davon ab, inwieweit Russland in der Lage ist, weiter die Ressourcen aufzubringen, um diesen Krieg nähern zu können. Was meine ich damit? Ressourcen bedeutet einerseits natürlich die Produktion von Kriegsmaterial. Und hier wissen wir, dass Russland die Produktion vervielfacht hat, dass also hier zum Teil in 3 Schichten gearbeitet wird. Es bedeutet aber auch die Unterstützung von Ländern wie zum Beispiel dem Iran oder im Hintergrund China und Indien durch die Rohstoffabnahmen. Das heißt, der Iran ist hier ein signifikanter Player, was zum Beispiel die Unterstützung mit Drohnen betrifft. Nordkorea auch ein anderes Beispiel. Auch hier wissen wir, dass massiv Munition geliefert wird. Und das gibt Russland, die eigene Produktion und die Unterstützung von anderen, die Möglichkeit, quasi diesen Krieg weiter zu nähern. Das heißt, selbst wenn also die nächste Frühjahrs- oder Sommeroffensive scheitert, kann man davon ausgehen, dass Russland wieder Kräfte generieren kann und wieder in die nächste Offensive geht. Und das ist genau das Dilemma eines Abnützungskrieges. Für den Betrachter scheint es so, als ob sich an der Front nicht viel tut. In Wirklichkeit rennen im Hintergrund die Zähler auf beiden Seiten in Richtung darauf, dass die Ressourcen sich verringern. Und die Frage ist, wer hat mehr Ressourcen verfügbar? Das Dilemma auf der Ukraine ist hier, dass der eigene militärisch-industrielle Komplex schon bereits Schaden erlitten hat. Und die Frage besteht, ob aus dem Westen, aus der USA, aus quasi Europa die notwendigen Güter verfügbar sind, um diesen russischen Anstrengungen entgegenhalten zu können. Ja, und über diese westlichen Ressourcen sprechen wir auch gleich nochmal. Aber auch zum Thema Ressourcen gehören ja diese 300.000 weiteren Soldaten, die Russland da offenbar vorbereitet. Inwiefern kann denn die Ukraine bei solchen Summen überhaupt gegensteuern? Ja, das ist die Herausforderung für die Ukraine, einfach auch in der faktischen Zahl, die sich ergibt aus der verfügbaren Anzahl von Wehrpotenzial, also verfügbaren Anzahl von Soldaten bzw. Menschen, die man hier einsetzen kann. Und wir haben auf der einen Seite Russland mit knapp 150 Millionen Menschen, auf der anderen Seite quasi die Ukraine mit knapp 45 Millionen Menschen, von denen ein nicht geringer Anteil bereits geflüchtet ist bzw. auch im Krieg bereits eingesetzt ist. Sie sehen diese Diskussion auch, wenn Sie genau hinsehen, in der Art und Weise, wie die ukrainischen Offiziellen versuchen, quasi diese Lösung, nämlich die Mobilisierung weiterer Soldaten umzusetzen. General Sriske hat vor kurzem gesagt, es wird mehr Soldaten benötigen, aber man muss vielleicht in der Tiefe des Landes sehen, ob dort in den Territorialeinheiten vielleicht noch Kräfte verfügbar sind.
Oder natürlich die Frage, die immer wieder gestellt wird, dass es wirklich notwendig ist, bis zu 500.000 neue Soldaten zu generieren. Denken Sie daran, dass jetzt auch das Alter heruntergesetzt worden ist von 27 auf 25 Jahre, was also die Möglichkeit des Einziehens von Soldaten betrifft. Und hier hofft man natürlich, neue Soldaten zu generieren und die quasi in die Front schicken zu können. Das Dilemma ist, diese Soldaten brauchen Waffen und Gerät und die Ukraine hat, so wie letztes Jahr im Frühjahr, sich vorgenommen, wieder einige Brigaden aufzustellen, um möglicherweise wieder Gegenangriffskräfte zu haben. Es sind die Brigaden mit der Nummer 150 bis 154. Und hier kam vor wenigen Tagen die Hiobsbotschaft, dass einige dieser Brigaden nicht mehr ausgestattet werden können mit Gerät. Das heißt, sie sind keine mechanisierten Brigaden, also Panzer, Kampfschützenpanzer, sondern es sind Infanteriebrigaden, das heißt Soldaten zu Fuß faktisch. Und das zeigt, wie prekär die Situation ist. Ja, und über Waffen und Gerät sprechen wir gleich nochmal, Herr Reisner. Jetzt gucken wir aber jetzt werfen wir einen Blick in die Ukraine. Bis gleich. Ja, und Herr Reisner hat das hier schon angesprochen. Eine Idee in der Ukraine oder ein Entschluss in der Ukraine ist es jetzt, das Alter von wehrfähigen Männern herunterzusetzen, die dann zum Kampfeinsatz verpflichtet werden. Und das besprechen wir jetzt mit meinem Kollegen in der Ukraine, der mir live zugeschaltet ist aus Odessa. Hallo, Henna. Schönen guten Abend nach Mainz. Ja, Herr Reisner hat das gerade schon angesprochen. Die Ukraine hat neue Ideen zur Mobilisierung und setzt das Alter für wehrfähige Männer von 27 auf 25 Jahre runter. Henna, wie kommt das in der Ukraine an? Das kam sehr überraschend an, weil das ukrainische Parlament diesen Gesetzesentwurf schon vor einem Jahr, also im Mai 23, beschlossen hat. Präsident Zelensky hat das damals aber nicht unterschrieben, weil solche Sachen im Land sehr unpopulär waren und er hat es immer wieder vor sich hergeschoben. Jetzt hat er es tatsächlich unterschrieben, jetzt gilt das auch, aber das wurde hier gar nicht mit viel Pauken und Trompeten verkündet, sondern wurde mehr so taktisch irgendwie so nachgereicht. Ja, der Präsident habe jetzt übrigens das und das unterschrieben und das gelte jetzt und das wurde hier nicht als die große Neuigkeit verkündet, weil es eben sehr unpopulär ist. Und er hat sich sicherlich sehr schwer damit getan, auch weil er weiß, dass er diese Menge an jungen Leuten anders nicht bekommt, als das Alter herunterzusetzen. Die erfahrenen Truppen sind mürbe, die stehen seit 2 Jahren in der ersten Kampflinie oder verteidigen hier über die Luftabwehr ihre Heimat. Und der Anteil der Freiwilligen, die sich freiwillig gemeldet haben, geht deutlich zurück. Wer wollte, hatte sich in den letzten 2 Jahren gemeldet. Und jetzt geht es halt nur noch aus ukrainischer Sicht mit Zwang und Druck. Ja, die Mobilisierung ist das eine Thema, aber natürlich auch, wie schon lange, die westliche Unterstützung. Und das hat Außenminister Kuleba zuletzt zu diesem Thema gesagt. Only today. Erst heute wurden 20 Shahed-Drohnen auf die Stadt Kharkiv geschossen, wobei 4 Menschen getötet wurden. Der Angriff wurde auf grausamste Weise durchgeführt. Eine Drohne tötete Rettungskräfte, die gekommen waren, um den Opfern der vorangegangenen Drohne zu helfen. Es ist unverständlich, warum die Verbündeten nicht in der Lage sind, zusätzliche Patriot-Batterien aufzutreiben, um sie in die Ukraine zu bringen. An den Ort, auf den täglich ballistische Raketen abgefeuert werden. Ja, jetzt hatten wir schon das Thema Mobilisierung. Henna, wie guckt man denn in der Ukraine, also die Ukrainer und Ukrainerinnen, aktuell auf die Unterstützung des Westens, die ja Kuleba hier klar als zu wenig kennzeichnet? Ja, da ist man natürlich enttäuscht und sehr verhalten, ich will nicht sagen wütend, aber man hört das schon immer wieder. Wir hatten gerade vor einigen Tagen hier nachts Drohnenjäger begleitet und die fahren dann mit so Pickups und aufgepflanzten riesigen Maschinengewehren durch die Gegend und warten, dass irgendwelche Drohnen kommen. Und die sagten uns auch, aus Russland oder von der russischen Seite wird so viel Material abgeschossen, dass es auch nicht reicht, eine Patriot-Rakete nach oben zu schießen, sondern man muss tatsächlich mehrere Gefechtsköpfe in den Himmel schießen, was natürlich die Kapazitäten entsprechend reduziert. Und ihr habt das Beispiel Kharkiv angesprochen. Kharkiv liegt so dicht an der russischen Grenze, dass man dort zögert, Patriot einzusetzen, weil die Vorwarnzeit so kurz ist, dass diese Batterien da kaum etwas machen können. Wir haben heute erfahren, dass das Ziel der Russen offenbar ist,
Radarstellungen in Kharkiv auszuschalten, um anschließend massiver dort attackieren zu können. Und was Petrit in Kharkiv angeht, die Vorwarnzeiten ist sehr gering. In anderen Orten mag es sich jetzt verbessern. Du hast Kuleba angesprochen, der hat gerade vom NATO-Ukraine-Rat erzählt, dass die deutsche Außenministerin Baerbock ihm zugesagt habe, Deutschland würde sich bemühen, weitere verfügbare Patriot-Raketen und Systeme zu beschaffen. Nun sind die noch nicht hier, aber es ist immerhin ein Licht am Horizont, sagt man so schön. Ja, ein Licht am Horizont eines Volkes, das ja jetzt schon lange unter diesem Krieg leidet. Und wir haben auch eine Frage aus der Community dazu an dich. Holger Jessen fragt auf YouTube, wie sehen Sie denn eigentlich die Moral der Ukrainer? Ist die weiterhin ungebrochen oder ist die dann doch mittlerweile nach über 2 Jahren Krieg am Ende? Das ist sehr erstaunlich. Die sind, also was wir hören, wir können jetzt nicht mit allen reden, aber wir hören durch die Bank, nein, man solle nicht aufgeben, dafür sei schon zu viel Blut geflossen, dafür sei der Blutzoll zu hoch gewesen, das Opfer der Ukraine zu hoch. Und man beschreibt sich hier immer auch als Bestandteil, so hören wir, als Bestandteil der freien Welt gegen das Böse, dass man hier verteidige, damit es nicht weiter in Richtung Westen vordringe. Das war Henna Hebestreit aus der Ukraine mit Eindrücken von vor Ort aus Odessa. Henna, danke und alles Gute in die Ukraine. Ja, und von diesen Stimmen aus dem Land blicken wir jetzt nochmal an die Front und auch darauf, wie die ukrainischen Truppen aktuell versuchen, Russland in Schach zu halten. Und das tun wir nochmal gemeinsam mit Oberst Markus Reisner, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Reisner. Herr Reisner, wie sieht es denn aktuell mit den ukrainischen Abwehrstellungen aus? Sie stehen ja aktuell unter Druck. Wie gelingt es den Ukrainern gerade, da noch standzuhalten? Und wenn ja, wie machen Sie das ganz konkret? Ja, wenn wir von der ukrainischen Abwehr sprechen, dann müssen wir auch hier wieder unterscheiden die verschiedenen Ebenen. Das eine ist die Gefechtstechnik, taktische und auch operative Ebene, das, was sich tatsächlich an der Front abspielt. Und das andere ist die strategische Ebene. Um mit der strategischen Ebene zu beginnen, also jener Ebene, wo Russland versucht, auf das Herz zur Ukraine zu zielen. Hier ist es natürlich wichtig zu verstehen, dass die Fliegerabwehr einen entscheidenden Einfluss hat auf einen möglichen weiteren Verlauf des Krieges. Und ich möchte auch also noch einmal vielleicht das mit Zahlen unterstützen, was vorher besprochen worden ist. Wir haben alleine im März den Einsatz von ca. 3000 Gleitbomben gesehen von russischer Seite gegen ukrainische Stellungen entlang der Front. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen den Einsatz von ca. 600 iranischen Drohnen und 400 Marschflugkörpern gegen Ziele in der Ukraine. Und das ist eine enorme Zahl und da braucht es natürlich eine entsprechende Anstrengung, vor allem Fliegerabwehrsysteme und die Munition, um sich hier entgegenzuwehren. Sie sehen also hier gerade im Hintergrund den Abwurf von diesen FVB-Bomben, die die Russen einsetzen. Und das bedeutet natürlich eine Zermürbung. An der Front unmittelbar ist das Problem, dass die Ukraine nicht genügend Fliegerabwehrsysteme hat, um sich gegen diese Bombardierungen zu wehren. Und was man also versucht, ist durch den Einsatz von Drohnen, sogenannten First-Person-View-Drohnen, die russischen Angriffe abzuwehren. Das sind auch die Bilder, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, wo diese Vorstöße der Russen abgewehrt werden. Aber es kommt das Dilemma dazu, dass die Ukraine zusätzliche Artillerie brauchen würde, aber auch Artilleriemunition, um vor allem die russischen Artilleriegruppierungen, die diese Angriffe vorbereiten, zu bekämpfen. Und hier haben wir eine nachteilige Verhältniszahl von eben, wie gesagt, 1:6 bis 1:7 zu Ungunsten der Ukraine. Das heißt, die Ukraine versucht im Moment durch eine Verlagerung von Reserven an der Front, durch lokale Bildung von Kräften, diesen Angriffen etwas entgegenzusetzen. Aber Russland spielt hier, ich erlaube mir diesen Vergleich, wie in einem Flipperautomaten mit den Ukrainern. Eine Kugel wird quasi dort und dort hingeschossen, die Ukraine eilen die ganze Zeit hinterher und die Ukraine hat den Nachteil, dass sie sich quasi hier langsam verbraucht. Sie bräuchte zusätzliche Ressourcen, zusätzliche Kräfte, um diesem Spiel der Russen etwas entgegensetzen zu können. Ja, und trotzdem, obwohl sie etwas versucht dagegen zu setzen, verliert ja die Ukraine aktuell Dörfer und Städte, zuletzt Orlivka. Wie ist denn die Lage dort? Ja, Orlivka ist eine Stadt westlich von Avdiivka, dort wo versucht wird, quasi das Momentum des Angriffes nach der Eroberung von Avdiivka von russischer Seite aufrechtzuerhalten. Tatsächlich ist es so, dass Avdiivka eine Festung der ersten Linie war. Diese Festung wurde jetzt in Besitz genommen und es folgt also westlich davon die zweite Verteidigungslinie. Um diese zweite Verteidigungslinie günstig und schnell ausbauen zu können, hat die Ukraine eine Verzögerungsstellung eingerichtet in der von Ihnen genannten Ortschaft.
Man versucht, diese Verzögerungsstellung so lange wie möglich zu halten. Man sieht es auch am signifikanten Einsatz von Kräften. Es wird dort unter anderem zum Beispiel die 47. Mechanisierte Brigade eingesetzt, jene Brigade, die mit amerikanischen Abrams- und Bradley-Panzern ausgestattet ist. Und wenn diese Verzögerungsstellung ihren Zweck erfüllt hat, dann ist es so, dass man hofft, dass die in der Tiefe dahinter befindliche zweite Verteidigungslinie ihren Zweck erfüllt und die Russen quasi wieder aufhält und verhindert, dass sie einen sogenannten operativen Durchbruch in die Tiefe des Landes durchführen können. Denn dieser ist möglicherweise nicht aufzuhalten, sondern wird erst tatsächlich am Dnepr gestoppt, denn der Dnepr ist das einzige wirkliche natürliche Hindernis, das das Land teilt. Ja, und trotz dieser Lage an der Front gibt es ja auch immer wieder ukrainische Gegenangriffe, die russische Ölraffinerien treffen oder Drohnenfabriken. Da wird mal die Schwarzmeerflotte getroffen, dann aber auch Ziele in Russland selbst. Was bringen diese Art von Angriffen der Ukraine? Diese Angriffe folgen der Strategie der Ukraine, die sie letztes Jahr auch verkündet hat. Die Strategie der Ukraine besteht aus drei Elementen. Das erste Element ist das Halten des bereits befreiten Gebiets. Das versucht man also mit allen Möglichkeiten und dem Einsatz vor allem der Landstreitkräfte. Das nächste Element, das man zum Einsatz bringt, ist quasi das Bauen von Verteidigungsstellungen. Hier versucht man, diese von mir genannten zweiten und dritten Verteidigungslinien auszubauen, um sich vorzubereiten auf Elemente wie zum Beispiel die erwartete russische Frühjahrs- oder Sommeroffensive. Das dritte Element zielt aber auf der strategischen Ebene auch auf die Tiefe Russlands und hier versucht man mit weitreichenden Drohnen, die die Ukraine zum Teil selbst baut, tief nach Russland hineinzuwirken und auch hier den militärisch-industriellen Komplex auf der einen Seite, also zum Beispiel Drohnenfabriken, aber vor allem den ökonomischen Bereich, also zum Beispiel Erdölproduktionsstätten, Raffinerien zu treffen, um auch hier Russland empfindlich zu schlagen. Und diese drei Elemente versucht die Ukraine anzuwenden. Und das sind auch die Bilder, die wir immer wieder sehen von spektakulären Drohneneinschlägen in russischen Fabriken, auch Raffinerien, aber auch in Städten. Ja, und wir bleiben mal in Russland selbst. Hier gibt es Fragen nicht zu den Angriffen in Russland, sondern zur Mobilisierung. Hier fragt Sven Odendahl auf Facebook, wie wird denn die Mobilisierung von russischen Soldaten innerhalb Russlands gesehen? Es gab ja mal einen enormen Gegenwind von den Müttern und Frauen der Soldaten. Kriege werden ja nicht nur an der Außenfront, sondern auch an der inneren Front durch die Unterstützung im eigenen Volk gewonnen oder verloren, oder? So ist es natürlich völlig korrekt. Und die Frage ist natürlich, gibt es eine Sollbruchstelle, wo auch die russische Bevölkerung nicht bereit ist, die Opfer zu tragen, die also quasi hier tatsächlich erlitten werden? Im Moment ist das nicht der Fall. Wir haben die Situation, dass Russland ja durch die Wehrpflicht Einrückungstermine hat. Diese Einrückungstermine werden im Prinzip verwendet, um neue Rekrutierungen durchzuführen. Es werden die sogenannte Kontraktniki in die Armee übernommen, das sind Vertragssoldaten. Und hier gelingt es der russischen Seite im Jahr ca. zweimal zwischen 100 und 130.000 Mann zu generieren. Und diese können dann an die Front geschickt werden. Wir haben auch einmal gesehen massive Mobilisierungen, das war am Beginn des Krieges, wo die Russen das Dilemma hatten, dass sie mit zu wenig Soldaten einmarschiert sind. Um die Lücke zu füllen, die man im Prinzip entdeckt hat, hat man also rasch versucht, mobilisierte Kräfte an die Front zu bringen. Das waren die Bilder, die uns dann oft getäuscht haben, wo wir uns gedacht haben, die Russen sind in keinem guten Zustand. Die Experten wussten das auch damals. Ich habe auch das auch immer hingewiesen. Fakt ist, dass die Russen es schaffen, stetig den Zulauf von Gerät und Material und Personal sicherzustellen. Und das führt dazu, dass wir diese Zahlen haben und die Fähigkeit der Russen, wieder in die Offensive zu gehen. Und wie gesagt, wenn es diese Sollbruchstelle noch nicht gibt, wenn die Bevölkerung bereit ist, die Opfer weiterzutragen, wenn es so ist, dass man mit dem Sold eines russischen Soldaten, eines Offiziers mehr verdient als in den entlegenen Regionen Russlands, dann wird Russland nach wie vor in der Lage sein, diese Kräfte aufzustellen. Und natürlich, man darf nicht vergessen, die Moral ist im Wesentlichen bestimmt von der inneren Führung, quasi, die in Russland vorherrscht. Und die schart sich um den Präsidenten, um das Narrativ des großen Vaterländischen Krieges, des Überlebenskampfes Russland. Und hier wird der ein oder andere moderate Russe dann vermutlich zur Waffe greifen, weil er davon überzeugt ist, für sein Land zu kämpfen. Und das kann man so nicht leugnen, dass das der Fall ist. Ja, und von Russland gucken wir nochmal auf die Ukraine und ihre westliche Unterstützung. Wir hören es immer wieder von verschiedenen ukrainischen Offiziellen, die Unterstützung sei zu wenig und oftmals zu verzögert. Und hier fragt jemand auf YouTube, welche Staaten wurden vom Westen bisher noch nicht für die ukrainischen Lieferungen angefragt, obwohl sie beispielsweise ausreichend Artilleriemunition produzieren?
Ja, da ist es mittlerweile so, dass fast alle Staaten, die signifikante Mengen an Artilleriemunition produzieren oder auf Lager haben, tatsächlich gefragt sind. Darum sehen Sie auch im Moment, dass also durch verschiedene Initiativen, zum Teil aus exotischen Ländern, für europäische Verhältnisse Munition herangeführt wird, also Südafrika, Südkorea und ähnliches. Das Dilemma ist einfach die Frage der Verhältnismäßigkeit im Sinne von, was ist verfügbar und was ist man bereit zu liefern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben also vorher auch den Außenminister Kuleba gesehen. Kuleba hat, und ich drücke es so aus, wie er das gesagt hat, vor kurzem sehr drastisch gesagt, gebt uns diese verdammten Patriot-Batterien, 5 bis 7 Stück. Was meint er damit, dass einfach eine Menge von signifikanten Abwehrsystemen in das Land kommt? Wir wissen, dass zurzeit ca. 3 Batterien im Einsatz sind. Davon kommt eine aus den USA. Die USA hat insgesamt 60 Patriot-Batterien verfügbar. Stellt sich die Frage, warum liefert sie nur eines von 60 Stück? Das heißt, man sieht hier eine begrenzte Bereitschaft der Unterstützung. An dieser Stelle ist ja auch erwähnt, dass die USA im Prinzip vor kurzem auch in den Medien wissen hat lassen, dass sie nicht einverstanden sind mit den Angriffen von ukrainischen Streitkräften mit weitreichenden Drohnen in der Tiefe Russlands. Und hier drängt sich natürlich das Bild auf, dass die Ukraine zwar Material bekommt, um zu kämpfen, aber nicht das Material, das sie braucht, um gewinnen zu können. Und das versucht Präsident Zelensky, Außenminister Kuleba oder Generalstab Zelensky auch entsprechend darzustellen, dass hier einfach ein Delta, also eine Differenz besteht, die man so, wenn man sie nicht fühlt, nicht überwinden kann als Ukraine selbst. Ja, und wir haben hier noch eine Frage aus der Community, die sich sicher viele aktuell stellen mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA später in diesem Jahr. Hier fragt jemand auf YouTube, was ist, wenn die USA keine Waffen mehr liefern? Ja, darauf versucht die NATO sich gerade vorzubereiten. Sie haben mitbekommen, dass die NATO gerade versucht, einen Finanzierungsplan über die nächsten 5 Jahre zu beschließen. 100 Milliarden Euro möchte man hier bereitstellen. Und das ist natürlich genau das Abzielen auf eine mögliche Wahl in den USA, die zu Ungunsten der Ukraine und auch Europas ausgeht, dass man also die Gelder verfügbar hat, um die eigene europäische Rüstungsindustrie entsprechend finanziell zu unterstützen, damit die Produktion aufrecht bleibt. Sie haben ja hier verschiedene Ankündigungen, auch in einigen Ländern, vor kurzem Frankreich zum Beispiel, dass die Anzahl der gefertigten Caesar-Artilleriegeschütze erhöhen möchte. Aber das ist ein klares Indiz dafür, dass man mit dieser Option rechnet und dass man sich darauf vorbereitet, durch die Bereitstellung von Mitteln für einen möglicherweise noch jahrelang dauernden Krieg. Und hier fragt noch mal jemand zum Thema Ressourcen zu Soldaten. Wäre es irgendwann auch denkbar, dass man das Wehrpflichtalter auf 16 Jahre setzt, sei es in Russland oder der Ukraine? Wenn beide politischen Führungen davon überzeugt sind, dass dieser Krieg nur durch den Kampf und einen Sieg zu gewinnen ist und dass die notwendigen Ressourcen dafür bereitgestellt werden müssen, wenn die Bevölkerung in beiden Ländern hier quasi diese Idee des Gefechts quasi mittragen, dann wird man auch die Soldaten und die Kräfte weiter quasi bereitstellen, um dieses Ziel zu erreichen in dieser formulierten Strategie. Bis zu dem Moment, wo, wie ich das vorher schon am Beispiel Russlands erwähnt habe, möglicherweise ein Punkt kommt, wo man also nicht mehr bereit ist, quasi tatsächlich diese Verluste zu tragen. Im Moment ist das nicht der Fall. Wir sehen aber, dass es knirscht, vor allem auf der ukrainischen Seite. Warum? Weil es einfach immer schwieriger wird, die Kräfte verfügbar zu machen. Und das betrifft natürlich, und ich möge mir verzeihen, wenn ich diesen Begriff gebrauche, auch die Humanressourcen, also sprich die Soldaten, die an der Front quasi mit der Waffe in der Hand ihr Land verteidigen müssen. Ja, ich denke, dass aus diesem Stream ganz gut klar geworden ist, dass der Druck auf die ukrainischen Truppen aktuell sehr hoch ist. Russland an vielen verschiedenen Stellen versucht, die Front zu durchbrechen. Und hier fragt jemand, das ist vielleicht ganz gut als Abschluss, was wäre denn der größte Fehler, den die ukrainische Armee in diesem Kriegsjahr, wir sind ja mittlerweile schon im dritten Kriegsjahr, machen könnte? Der größte Fehler, den die ukrainische Armee ja machen könnte, wäre, dass sie sich in einem ungünstigen Gelände in einem für sie sehr verlustreichen Abwehrkampf aufreibt und dann nicht mehr die Kräfte hat, einen möglichen Durchbruch der Russen in die Tiefe des Landes zu verhindern, möglicherweise sogar, Stichwort Odessa, über den Dnepr hinaus. Das heißt, die Ukraine muss so sorgsam mit ihren Kräften umgehen, dass sie so lange wie möglich, auch möglicherweise unter Aufgabe von Gelände, einen hinhaltenden Kampf führen kann, bis zum Beispiel nach der US-Wahl, um also hier weitere Entscheidungen zu haben. Aber das, was also der größte Fehler wäre, quasi jetzt die Kräfte zu verbrauchen, die man in dem Krieg in den nächsten Monaten und Jahren braucht, um zumindest die Ukraine so, wie sie besteht, vor allem westlich des Dnepers halten zu können. Militärexperte Oberst Markus Reisner zum Krieg in der Ukraine. Vielen Dank, Herr Reisner, und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen.
Ja, und auch euch danke ich für eure Fragen und Kommentare bei diesem Ukraine-Update. Ich bin mir sicher, wir sehen uns hier wieder bei ZDF heute live, wenn ihr mögt. Euch wünsche ich noch einen schönen Abend.